Hallo meine Lieben, heute gibt es den letzten Teil von meiner Cherry Culture Bestellung und das sind jetzt ganz einfach die Marken, von denen ich nicht so viel bestellt habe, weil die Marken, von denen ich viel bestellt hatte, da habe ich ja dann mein extraes Video gemacht und das sind jetzt sozusagen noch die Produkte, die jetzt so übergeblieben sind und ja, am besten wir beginnen gleich einmal damit. Erstes Mal von Milani, so ein Glimmer Straps All Over Color Puder. Also das ist sowas, das gibt es auch von Essence von Sun Club mit diesen Brauntönen. Und das kann man halt so als Schimmerpuder verwenden. Ich persönlich würde das eher als Rouge verwenden, habe ich jetzt aber irgendwie erst einmal gemacht. Weil das war eben noch in der Schachtel mit den Sachen, die ich noch ein Video machen wollte. Und dann geht das ganz einfach immer unter. Aber jetzt kommt es ja dann eh zu den Hauptsachen und ja. Also, das sieht so aus. Sind halt verschiedene Streifen in so rosa Tönen. Man könnte die auch einzeln als Lidschatten benutzen. Dafür finde ich es aber von der Pigmentierung her nicht allzu gut. Also schaut mal. Man sieht es zwar schon, aber irgendwie... Das kommt jetzt im Video viel besser rüber, als es in Wirklichkeit pigmentiert ist. Hier zum Beispiel bei dem sieht man, dass es nicht ganz so gut ist. Also die Pigmentierung ist nicht schlecht, aber ich würde es ganz einfach nicht als Lidschatten verwenden, sondern als Puder, weil ich habe es mir auch als Puder gekauft. Natürlich kann man das auch machen, aber ich verwende dann lieber meinen anderen Lidschatten als Lidschatten. Yeah. Also wenn man da dann so gesammelt reingeht, ergibt das so einen rosa Ton, den man eben auch auf die Wangen hat, eben mit so einem Schimmer. So sieht es nochmal aus. Jetzt bin ich da reingetapst, jetzt sich das alles ganz vernischt. Und ja, es ist ganz schön, weil es auch wirklich schön schimmert. Für mich jetzt, wie gesagt, die Rolle als Rouge eben haben wird. Gut, dann habe ich bestellt einen Lidschatten von Arisa. Der sieht so aus, das ist die Farbe Meteorschauer. Ich fand den Namen ganz cool und die Farbe ist auch wunderschön. Das ist so ein Beige-Ton mit ganz viel Glitzerschimmer. So sieht der aus, kann ich euch auch mal hier auf dem Finger swatchen. So sieht das aus, also wie ihr seht, schimmert total hübsch und ist halt so ein schönes Beige. Ist ganz praktisch, weil das ist was man zum Beispiel zum Highlighten verwenden kann. Oder eben auch eine Farbe, die sehr alltagstauglich und neutral ist für diejenigen, die es lieber neutral möchten. Schimmert aber dennoch und ist gebacken. Liebe zu gebackenen Lidschatten, ihr wisst schon. Ja, so sieht der aus und der ist echt auch toll von der Pigmentierung her. Und so. Okay, und dann habe ich da eigentlich nur noch Lippenprodukte liegen. Und ja, beginnen wir mal mit einem sehr, sehr hellen Lippenstift. Irgendwas war da jetzt gerade draußen, na egal. Beginnen wir mal mit einem sehr, sehr hellen Lippenstift. Und zwar ist das von Sinful Colors. Die Farbe Hokus Pokus. Und das ist so ein ganz, ganz, ganz heller Perlton. Und ich kann euch den jetzt einmal auf die Lippen geben, so ein Perl-Birschton. So sieht der aus. Also wirklich total perlig ist der. Fühlt sich sehr weich und cremig an auf den Lippen, also der Auftrag ist auch super. Und das ist also eine wirklich helle Beigefarbe. Also so zu einem Make-up, was ich jetzt gerade oben habe, würde ich das normalerweise nicht tragen. Ich würde es mehr tragen zu richtig dunklem Make-up mit viel Schwarz und so, weil sonst wirkt das, glaube ich, sehr, sehr schnell tot. Aber ist vielleicht eine gute Alternative zu diesen ganzen Nude-Lippenstiften, die es da gibt, wenn man halt ein bisschen Schimmer und so auch drinnen mag. So, wieder runter damit. Und dann habe ich hier zwei Lippenstifte von Jordana. Und zwar sind die beiden mit Frost-Finish. Einmal Lilac Frost, das ist Lilac Frost, und einmal Beige Frost. Und ja, im Allgemeinen muss ich sagen, die riechen beide noch etwas total Leckeren und schmecken auch danach eben so total fruchtigen, guten. Ich finde sie halt vom Auftrag her jetzt nicht so toll, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich schmiere und es tut sich nichts auf den Lippen. Man sieht es zwar eher, aber irgendwie, das voll komische Gefühl, weil normalerweise mag ich das, wenn Lippenstifte halt so cremig sind und so, wenn ich sie auf die Lippen gebe und das machen die irgendwie nicht. Und ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass sie leider ein bisschen austrocknen, aber naja. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal, die waren auch wirklich, wirklich billig. Das ist jetzt mal Lilac Frost, das ist eben so ein schönes, frostiges Pink. Und ich trage es mal auf. Also wie gesagt, das Auftragen ist jetzt da gar nicht so mein Fall. Und das ist jetzt halt die Farbe. Die ist eigentlich, finde ich, schon ganz hübsch. Aber irgendwie, es ist für mich nicht angenehm, das jetzt so zu tragen. Vielleicht, dass es mit Gloss drüber besser ist, aber ja. So. Und dann zeige ich euch gleich Beige Frost.
Das ist eben so ein Beige-Ton. Ist eigentlich auch ganz schön. Sieht so aus. Ja, ist halt eine eher neutralere Farbe. Mir finde ich, steht es jetzt nicht so gut. Also wird bestimmt nicht mein Favorite werden, auch weil eben, wie gesagt, irgendwie sind mir die vom Tragekomfort her irgendwie ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht. Aber ja, sie waren auch wirklich billig. Und das Rosa finde ich ist zum Beispiel auch eine ganz süße Farbe. Also ja. Ja, für den Preis darf man eigentlich eh nicht meckern, aber ja. Okay, dann geht es weiter mit einem Lippenstift, von dem ich wieder mal viel, viel, viel begeisterter bin. Von Arisa ist der. Das ist die Farbe Berry Cool. Und das ist halt so ein wunderschöner, dunkler Bärenton. Schaut mal. So ein schönes Bärenrot mit vielleicht Violett, so Bärenton eben. Und ich muss euch den mal auf die Lippen zeigen. Schmeckt nicht irgendwie nach was Besonderem, aber ganz angenehm. Also nicht wirklich furchtbar nach Lippenstift. Ganz angenehm. Und sieht halt so aus. Und da bin ich auch mit dem Auftrag zufrieden. Mit dem Tragekomfort bin ich zufrieden. Und ja, ich meine, zu so einem Make-up wie jetzt passt es natürlich nicht. Das dürfte jetzt nicht denken, dass ich so rumlaufe oder so. Aber das kann ich mir zum Beispiel total schön vorstellen. Mit einem Lidschatten wie zum Beispiel diesen hier. Zeige aber ein Bildschirm aus. Mit einer Lidschatten wie zum Beispiel diesen hier, also mit so einem Beige-Ton. Also das könnte ich mir dann total gut vorstellen. So für den Herbstfarben. Das ist so eine richtig schöne Herbstfarbe, meiner Meinung nach. Jetzt sind ja eh gerade alle so auf dem Herbsttrip. Und das wäre zum Beispiel so eine richtig, richtig schöne Herbstfarbe. Ich habe jetzt gerade richtig Lust dazu bekommen, mich mit den beiden hier zu schminken. Muss ich demnächst mal machen. Total cool. Ja, gut, dann gebe ich das jetzt wieder mal runter. Ganz auf professorisch da alles, damit ich euch das alles gut zeigen kann. Kommen wir jetzt zu so einem Lipflash-Stift. Das ist so ein Stift, so ein Lippenstift. In Stiftform eben. Und der hat auch total viel rotes Glitzer drinnen, schaut mal. Und die Farbabgabe ist top. Ich kann euch das jetzt hier mal zeigen. Also da wäre jetzt ein Spiegel von Vorteil, aber ich mache das jetzt mal nur auf schnell, damit ihr das halt sehen könnt. Schmeckt auch nicht besonders viel und hat eben, wie ihr sehen könnt, diese Glitzerpartikel drinnen. Hier kann man es jetzt ganz gut erkennen. Und ja, es ist eben Stiftform, vielleicht tun sich da manche leichter damit, weil man eben viel präziser damit arbeiten kann. Ist von der Haltbarkeit auch top, wirklich, Leute, der haltet ewig. Und ist eben so ein richtig, richtig schönes dunkles Rot. Auch wieder zu solchen Beige-Tönen als Lidschatten. Oder einfach nur Wimperndusche tragen und so, kommt ihr richtig gut. Also da muss man wirklich bei den Augen aufpassen, dass man sie nicht so viel schminkt. Also ich würde sagen, wirklich nur Wimperndusche, vielleicht ein bisschen Kajal oder eben ein heller Lidschatten-Wimperndusche, dann kommt sowas richtig gut raus. Und ich bin mit diesem Teil sehr, sehr, sehr zufrieden, weil wie gesagt, Farbabgabe ist top und die Haltbarkeit auch. Der fühlt sich nicht wirklich an wie Lippenstift, sondern irgendwie klebt er auch so ein bisschen. Und man spürt schon richtig, dass der lange hält. Also das hat einfach diese total coole Konsistenz, die ewig halten wird. Also das kann ich euch empfehlen. So, wieder runter damit. Und jetzt kommen wir zu zwei total, stehen Haar weg, zu zwei total abgefahrenen Teilen irgendwie. Und zwar ist das einmal der Magic Color Change Lippenstift. Und einmal dieser Mood Lipstick in Kirsche ist das, glaube ich, ja, in Kirsche. Und ja, ich weiß es nicht. Sie sind irgendwie total argen Dinger. Das hier ist jetzt so ein Lila, der Magic, das ist so ein lilaner Lippenstift, der die Farbe verfärbt, wenn man ihn auf die Lippen tut. Und die Lippen werden knallrot davon. Und die Farbe geht ewig nicht runter, aber ich zeige euch das jetzt mal vor, damit ihr das mal sehen könnt. Also wie ihr seht, das verändert sich allmählich richtig zu einem Rot. Und die Farbe haltet, wie gesagt, ewig auf den Lippen. Also ich finde ihn auch total angenehm zu tragen und so.
total einfach angenehm auf den Lippen, aber seht mal, es wird richtig, richtig, richtig rot. Und dieses Rot haltet richtig, richtig, richtig lange. Und dasselbe ist es bei diesem Mood Lipstick hier, Stimmungslippenstift. Also der schmeckt auch voll gut nach Kirsche und so, sieht so aus. Und wenn man den auf die Lippen gibt, der wird auch mit der Zeit total rosa. Der erst pink und dann mit der Zeit so immer pinker, pinker und dunkler und dann wieder auch rot. Und der haltet auch ewig. Also wenn ihr wirklich nach einem guten roten Lippenstift sucht, kauft euch was von denen beiden, weil die halten Bombe. Ich habe so lange gekämpft, letztes Mal das wieder runterzubekommen. Das ist Wahnsinn, das hat ewig gedauert. Ein, zwei Tage locker. Also die halten wie Bombe. Ich tue es am besten jetzt gleich runter, damit sich das nicht zu den Lippen einsaugt. Wie ihr sehen könnt, das geht nicht mal gut runter. Halt, wie gesagt, wir sehen kein bombenfest. Nein. Jetzt habe ich das wieder oben. Aber erzähl dir mal, wie diese beiden Dinger heftig sind. Ja, also die geben richtig gut Farbe ab und halten, wie gesagt, ewig. War noch urbillig. Die haben, glaube ich, nur 80 Cent oder so gekostet. Deshalb habe ich sie mal gekauft, weil ich mal sehen wollte, was die so können. Aber, ja. Okay, ich werde mich jetzt mal damit beschäftigen, das von meinen Lippen runterzubekommen. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Würde mich über Kommentare freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.